die Sonne scheint schon. Es ist morgens um 9 Uhr. Aber ich muss sagen, es ist wirklich schon ziemlich kalt jetzt am Morgen früh hier oben in Zermatt. Aber der Platz ist, ja, der ist sehr groß. Und jetzt ist noch Ferienzeit. Darum hat es ziemlich viele Camper hier jetzt. Diesem Campingplatz hat es 3 Duschhäuschen und darum habe ich diese Häuschen jetzt nummeriert. Das ist für mich das Duschhäuschen Nummer 1. So sieht das aus. Jetzt laufe ich gerade zum Duschhäuschen 2. Nein, jetzt muss ich mich korrigieren. Das ist gar kein Duschhäuschen. Das hat jetzt so ausgesehen von weitem, als ich auch gestern hier durchgelaufen bin. Da hat es nur WC. WC. Zum Zähneputzen. Und da vorne kann man das Geschirr abwaschen. Ich habe gedacht, das ist auch ein Duschhäuschen, weil auf dieser Seite sind die Zelte. Da hat es zwar auch Camper. Aber eigentlich ist das mehr für Zelte gerechnet. Weil der Platz so groß ist, habe ich gedacht, ja, die haben da 3 so Häuschen aufgestellt an jeder Ecke von diesem Campingplatz. Aber ja, dem ist jetzt nicht so. Hier auf diesem Campingplatz hat es auch sehr viele Bäume und das finde ich schon schön im Sommer, muss ich sagen. Da kann man auch den Camper oder den Wohnwagen oder das Zelt unter die Bäume stellen und man hat auch genug Schatten. Und hier ins Dorf ist es auch nicht weit, das sind etwa, was sage ich jetzt, 10 Minuten zum Laufen. Das ist, und es hat einen Coop, einen Denner, also man kann gut einkaufen. Ja, das ist auch praktisch. Ja, hier gefällt es mir richtig gut. Da vorne fährt man rein. Hier fließt auch der Fluss durch, die Inn. Ja, das ist wirklich ein toller Campingplatz. Ob mit dem Zelt, mit dem Camper oder mit dem Wohnwagen, auf diesem Campingplatz findet jeder ein Plätzchen.
Das ist der Spielplatz für die Kinder. Das ist die Rezeption. Da kann man auch Kaffee trinken. Oh, und jetzt lässt er gerade den Motor an. Ja, da hört man dann nicht so viel, wenn der läuft. Aber auf jeden Fall, da kann man sich anmelden. Und ja, da ist auch die zweite Dusche. Da vor mir ist jetzt auch wirklich die zweite Dusche und WC. Und ja, ich habe ja gedacht, es hat drei. Aber da habe ich falsch gedacht. Das ist dann da vorne. Hihi, zweites Duschhäuschen. Hier ist die Ver- und Entsorgungsstelle. Frischwasser auftanken, Grauwasser ablassen. Also ich denke jetzt mal, das kann man hier in diesem Schacht machen. Bin ich jetzt aber nicht ganz sicher. Die Mülltonnen. Es hat auch eine Waschmaschine. Und Tumbler. Von hier fährt man dann rein. Da kann man sich dann selber ein Plätzchen aussuchen. Ja, ich muss sagen, alles in allem ist das wirklich ein sehr toller Campingplatz. Von diesem Campingplatz aus kann man auch wirklich tolle Wanderungen machen. Da braucht man überhaupt gar kein Auto oder irgend sonst etwas. Man kann auch mit dem Postauto gehen, man bekommt so eine Gästekarte bekommt man hier auch. Da fährt gerade wieder einer raus. Jetzt habe ich gerade ein paar Aufnahmen gemacht, aber ich muss sagen, jetzt... Boah, jetzt friere ich. Ich muss mir eine Jacke anziehen. Es ist wirklich frisch. Aber die Sonne scheint und ja, das Wetter, also das ist ja perfekt. Ich werde heute auch noch wandern gehen. Und ja, die Natur entdecken natürlich. Hier oben kann man wunderbare Wanderungen unternehmen. Das ist so schön, da könnte man gerade ein Bild malen. Und hier steht natürlich mein bestes Stück. Das ist mein Nepomuk.